Ich bin einmal auf Klassenfahrt und schon kommen direkt sechs neue Technik-News raus, worüber ich jetzt heute reden kann. Ja, genau das, darum soll es heute gehen. Alles, was in der letzten Woche so passiert ist, rund um die Technik, das werden wir heute in diesem Video besprechen. Legen wir los. Als allererstes und bestimmt auch das wichtigste Thema, was es in diesem Video gibt, ist die Fujifilm X106. Nicht der X100V, wie es sonst immer geheißen hat, nämlich jetzt heißt das Ganze 6. Was sind die Neuerungen zu der 5er? Es ist immer noch ein APS-C-Sensor. Er hat jetzt statt 26 den neueren Fujifilm X106 T5 Sensor, also jetzt 40 Megapixel. Er hat jetzt ein IBIS drin, das heißt Image Stabilization. Man kann jetzt also auch etwas längere Verschlusszeiten machen. Irgendwie komisch, dass es das vorher nicht hatte. Ich dachte, der hatte das auch vorher. Komisch, jedenfalls. Egal, jetzt hat er es jedenfalls. Der Autofokus wurde jetzt auch verbessert. Jetzt hat die Fujifilm X106 auch den Autofokus von den ganzen anderen Kameras. Das heißt jetzt auch Züge, Flugzeuge, Menschen, Tiere, alles, was so dazugehört, hat jetzt auch die X106. Jetzt ist die Sonne wieder weg. Das meine ich übrigens, wenn man draußen filmt. Sonne kommt mal wieder, Sonne kommt nicht. Ich bin jetzt mal gespannt, wie gut das Noise Cancelling von dem Mikrofon hier funktioniert. Es sind nämlich ganz viele Autogeräusche im Hintergrund. Ich glaube, das wird nichts mehr mit der Sonne, deswegen mache ich einfach so weiter. Was die Video-Features anbelangt, kann man sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht davon. Denn es hat ja zwar den gleichen Sensor wie die Fujifilm X-T5, aber nicht die Video-Features. 4K 60 ist zum Beispiel jetzt nur in einem Crop verfügbar und man kann nur 4K in 24 bis 30 Frames ohne Crop filmen. 6K ist hier auch möglich, aber nicht vom vollen Sensor, wie es bei den anderen Kameras möglich ist, sondern halt nur in dem normalen 16 zu 9 Format. Was natürlich auch gut ist, aber halt nicht ganz so gut wie bei den anderen. Und was muss man jetzt für diesen Spaß bezahlen, den man hier hat, wenn man eine Vintage-Kamera haben will? 1800 Euro. Also jetzt im Vergleich zu einem Vorgänger 200 Euro mehr. Ich finde, ist kein großer Preisunterschied. In diesem Preis habe ich den auch jetzt noch die alte Kamera gesehen. Vor allem auch gebraucht, die hat sich ja wirklich sehr, sehr gut verkauft, vor allem auch wegen dem Design, was übrigens jetzt auch immer noch gleich geblieben ist, also da gibt es eigentlich keine Neuerung, was ja auch als gut angesehen werden kann, weil es soll ja immer noch altmodisch aussehen. Und ja, was man noch dazu sagen kann, 35 mm Full Frame Equivalent finde ich so okay. Ich finde 28 mm schon cool, also so das Leica Equivalent finde ich schon irgendwie besser, aber ich kann mir auch vorstellen, dass mit 35 mm auch schon ganz nett ist. Vor allem jetzt auch mit den 40 Megapixel, dass man dann noch mehr, zum Beispiel noch 50 mm zum Beispiel reinkroppen könnte. Sigma hat auch noch ein fantastisches Objektiv herausgebracht, nämlich das 500 mm 5. Punkt 6. Ja, was soll man jetzt dazu sagen? Ich weiß es nicht genau. Von der Qualität her kann man sagen, es ist wieder typisch Sigma. Es ist Hammer. Also wirklich, was die Qualität angeht, Schärfe sowohl in der Mitte als auch in dem Bild, als auch in der Bildecke wirklich perfekt. Chromatische Aberration gibt es hier quasi gar nicht. Und das Einzige, was man hier noch irgendwie bemängeln könnte, ist, dass eine Vignette wirklich sehr stark vorhanden ist. Sigma verbaut jetzt hier auch den neuesten Autofokus, den die haben. Also der ist auch wirklich sehr, sehr schnell und man hat hiermit auch keine Probleme. Nur jetzt muss man sich mal denken, das Ganze kostet 3200 Euro. Übrigens, manche haben auch gesagt, das kostet 5500 Euro. Also der Preis ist auch noch nicht ganz geschätzt. Aber sagen wir mal, der würde jetzt hier in der Mitte so 3500, 4000 Euro kosten. Da muss man sich ja mal noch denken, was habe ich jetzt mehr im Vergleich zu einem Zoom? Jetzt haben wir hier 500 mm 5.6. Jetzt blende ich hier mal meine Liste ein, wo ich mir die ganzen Objektivöffnungen von den ganzen Zoom-Objektiven notiert habe. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal sehen, das Sigma 150 bis 600er hat bei 500 mm Blende 6.3. Und das muss man sich denken, das ist ein Drittel Lichtstufe nur dunkler. Wenn man jetzt wirklich das dann, wirklich diesen Preis und dann auch noch den fehlenden Spielraum beim Zoom aufgeben, nur um eine dritte Lichtstufe mehr zu haben, weiß ich nicht. Also das Objektiv ist wirklich gut. Ich kann mir vorstellen, dass da viele mit glücklich werden. Und wenn man sich jetzt mal das Sony 600 mm 4.0 ansieht, dann sieht man ja auch, dass das wirklich auch vielleicht ein guter Vergleich dazu ist und auch ein Competitor sein kann. Aber mit dieser Blende, da würde ich dann lieber halt zu einem Zoom-Objektiv greifen und dann halt auch noch den Spielraum von 150 bis 600 mm haben. So, und jetzt geht einmal ein Award an das schlechteste, dümmste Objektiv des Jahres. Nämlich einmal das Sony 24 bis 50 mm 2.8. Also ehrlich, also was sie sich dabei gedacht haben, kann ich wirklich nicht glauben. Denn 24 bis 50 mm, sag mal, ihr habt doch nicht mal alle. 50 mm ist für einen Standardzoom, was man im Alltagsgebrauch mitnehmen will, zu wenig. Ich brauche die 70 mm mindestens, wenn nicht sogar mehr. Das ist also wirklich schon ein Minimum, was ich haben möchte. Und 24 mm im Weitwinkelformat ist, wenn man dann schon so einen kleinen Zoombereich hat,
zu wenig, finde ich. Und jetzt sagen wir mal, der Brennweitenbereich wäre jetzt trotzdem noch vollkommen okay und ihr würdet damit auskommen. Jetzt kann man dann auch sagen, ja, ist kleiner dafür und kleiner und kann man besser bedienen und alles. Was für ein Quatsch. Also ein kleines Objektiv kannst du mit Festbrennweiten kriegen und dann hast du dann auch direkt dann drei. Dann nimmst du drei Festbrennweiten mit, hast Blende 1.8 oder 1.4, sonst was alles. Hast noch eine bessere Offenblende und hast auch ein kleines Objektiv. Also bitte. Und jetzt kann man auch sagen, ja, das macht es auch noch günstiger von Sony. Für Sony-Objektive ist das jetzt ganz bestimmt günstig. Also, wenn man jetzt mal die G-Master-Objektive anguckt, die sind übelst teuer. Die kosten 2.700 Euro. Da ist der Preis von 1.300 Euro schon richtig Schnapper, kann man sagen. Ja, wenn man jetzt aber mal die ganzen Objektive von den Drittherstellern anguckt, die genau die gleiche Brennweite liefern und sogar noch mehr, wie jetzt zum Beispiel das Sigma 24 bis 70 mm, was ich auch habe, was 1.100 Euro kostet, kann ich sagen, nein, das Sony ist komplett sinnlos und bringt gar nichts. Das Sigma ist günstiger, ist genau die gleiche Qualität, hat sogar fast schon bessere Schärfe und alles weiter. Hat auch noch die 70 mm mit drin. So, was gibt es noch für Alternativen? Es gibt ja auch noch das 28 bis 70 mm von Sigma. Und auch von den ganzen Drittherstellern, die dann unter 1.000 Euro kosten. Und damit ist der Preis dann auch wieder viel zu teuer. Und da verstehe ich dann auch die ganzen YouTuber nicht, ja, die dann sagen, oh, wenn ich früher die Möglichkeit gehabt hätte, dann hätte ich mir das Ganze auch gekauft. Hättet ihr nicht, denn ihr habt ja auch noch die Drittherstellerobjektive. Und perfekt ist das Objektiv ja jetzt auch nicht, ne? Also, es ist halt eben kein G-Master-Objektiv. Es hat halt eben diese Schwächen, dass es nicht scharf in den Ecken ist, wie zum Beispiel andere Objektive, zum Beispiel von Sigma. Es hat wieder sehr, sehr starkes Focus-Breathing, wie alle Sony-Objektive. Klar, man kann jetzt halt wieder dieses Breathing-Korrektur anmacht, dann wird aber auch wieder reingekroppt und dann werden die 24 mm auch dann wieder nicht richtig weitwinklig dafür genug. Finde ich halt eher kein gutes Objektiv. Und deswegen bekommt es auch für mich den Award für das unnötigste Objektiv 2024. Aber das Ganze ist noch nicht zu Ende, denn Sigma hat noch ein Objektiv rausgebracht, nämlich das 15mm 1.4 Fischeier Objektiv. Auch wieder so gemischte Gefühle, denn 15mm ist cool, ja. Ich besitze ein 14mm Objektiv, 14 bis 24mm 2.8, wo ich sage, 14mm ist einfach hammerweitwinklig, mag ich sehr gerne. Nur Fischei bin ich jetzt kein großer Freund von. Und ob man jetzt die 1.4er Offenblende braucht, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich bin jedenfalls kein großer Fischei-Fan. Für diejenigen, die das genau möchten, ist das bestimmt genau das Richtige. Sigma macht immer gute Objektive und da kann man drauf vertrauen. Und ja, für mich ist es halt nur nichts. Und jetzt auch das Objektiv, was wahrscheinlich für sehr viele Anfänger wirklich gut sein wird, ist das Panasonic Lumix 28mm bis 200mm mit der Offenblende 4.0 bis 7.1. Da ich mir die ersten Reviews angeguckt habe, so gesagt, wieso? Ja, ich meine, ist halt jetzt wieder ein Kit-Objektiv, was halt eine große Range hat, aber halt die ganzen anderen Nachteile bietet von halt so einem großen Range-Objektiv. Die Schärfe wird wahrscheinlich wieder nicht so gut sein wie bei einem Dreifach-Zoom 24-70er und man sieht es ja auch bei der Offenblende. 4.0 bei 28mm, muss man sich ja auch mal denken. Also, bitte, 4.0 und dann 7.1 bei 200. Also, ne, also... Das ist ja vollkommen sinnlos. Da muss man sich ja dann die ganzen Objektive nochmal kaufen, wenn man dann zum Beispiel einen unschärferen Hintergrund haben will, bei 200mm. 70 bis 200er, 2.8, wirst du sie dann wahrscheinlich trotzdem nochmal kaufen, nur wegen dem Bokeh. Also, finde ich unnötig. Jetzt könnte man noch sagen, ja, das ist doch aber bestimmt für Landschaftsfotografie gut, denn du hast ja jetzt einfach ein kleines Objektiv, was direkt bis 200mm zoomen kann. Aber was machst du denn dann, wenn du dann weitwinklig fotografieren willst? Gut, dann musst du dir halt nochmal ein weiteres Ultraweitwinkel dazu kaufen. Aber dann wisst ihr, was dann auf euch zukommt. Also ein richtiges Alleskönner-Objektiv ist es nicht. Und vor allem mit den Stärken. Ich würde es mir auf gar keinen Fall kaufen, denn ich finde Größe nicht wichtig. Mir ist dann eher die Qualität wichtig, die Offenblende, denn ich möchte nicht mit 7.1 fotografieren. Das ist mir viel zu dunkel, ISO-Rauschen geht viel zu hoch und wäre für mich eher nichts. Aber gut, vielleicht als Anfängerobjektiv, wenn man ein bisschen ausprobieren noch will. Aber für wie gesagt, ne, würde ich jetzt eher nicht kaufen. Und ein letztes Objektiv möchte ich hier noch in die News packen, nämlich das Laowa hat sein erstes Autofokus-Objektiv vorgestellt, nämlich das 10mm 2.8. Finde ich grandios. Jetzt hat man nicht nur 15 oder 14mm, wie es bei zum Beispiel jetzt den aktuellen Zoom-Objektiven ist. 10mm finde ich da schon sehr, wirklich sehr attraktiv. Zum Beispiel jetzt auch das Canon hat er jetzt das 10 bis 20mm F4 rausgebracht. Wer ein teures Zoom-Objektiv nicht haben will und jetzt auch noch Blende 2.8 haben will, perfekt. Also selbst ich würde da mir schon überlegen, das Ganze zu kaufen. Ist wirklich tolles Objektiv und 2.8. Wenn man das dann auch noch ein bisschen abblendet für die Naturfotografie, wird das, glaube ich, perfekt sein, was Schärfe angeht. Noch eine kleine Nebeninfo. Das Ganze ist nur für die Sony- und Nikon-Objektive mit Autofokus. Aber
für die Canon-Objektive. Da hat die Canon ja immer noch diese Einschränkung, dass da noch keine Dritthersteller-Objektive produzieren können mit Autofokus. Für Canon gibt das Ganze also nur ohne Autofokus. Dann gibt es noch eine Sache, die ich auf jeden Fall hier noch mit reinnehmen möchte, denn das hat mich so auch ein bisschen schockiert. Auf einmal war es ein Video, wo dann eine Video-AI vorgestellt wurde, die ein Video produziert hat, wo ich gedacht habe, das sei im ersten Moment echt. In den ersten Beispielen wurde dann zum Beispiel eine Frau gezeigt, die durch eine Stadt läuft in der Nacht. Und ich fand, das sah Hammer aus. Man konnte im Hintergrund, wenn man ganz genau hinsieht, noch irgendwelche Artefakte sehen, zum Beispiel irgendwelche Menschen, die einfach komisch aussahen mit irgendwelchen Taschen und sonst was. Aber wer da nicht genau hinguckt, der wird da keinen Unterschied sehen und der wird dann einfach denken, das wäre real. Und wenn man jetzt sagt, guck mal, wir sind jetzt erst am Anfang, wir haben jetzt erst ein Jahr diese Videointelligenz. Oh, was dann in noch einem weiteren Jahr möglich sein wird, da kriegt man schon ein bisschen Angst. Und vor allem, wir als Filmemacher, was sollen wir denn dann irgendwann machen? Ich könnte ja jetzt auch schon einfach nur ein Foto von mir aufnehmen, dann nur den Ton hinter beim Mikrofon einsprechen und dann die künstliche Intelligenz dann einfach dann meinen Mund bewegen lassen. Kann ich noch sagen, ja, das wird wirklich nützlich auch für uns sein, denn man kann jetzt einfach B-Roll einfach generieren lassen und muss dafür jetzt kein Abo mehr bei irgendwelchen Doc-Footage-Websites noch haben. Also dafür wird es wirklich toll sein, aber für alles andere würde ich sagen, ah, könnte man schon Angst kriegen. Vor allem, was jetzt auch dann die ganzen politischen Sachen angeht, was da jetzt in nächster Zeit möglich sein wird. Auch halt wegen den ganzen Fake News, da kann halt jetzt schon ganz schön viel Mist produziert werden. Das war es jetzt aber mit den Technik News. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.